Okay. Ach nee, da. Ah. Headset! Yeah. Ihr willst ein Let's Play aufnehmen. Herzlich willkommen bei Ihrer Fastfood-Kette, Ihrer Lieblingswaren. Was möchten Sie bestellen? Nicht, dass wir erwischt werden. Halten Sie F, um die Taschenlampe aufzuladen. Taschenlampe. Muss ich die aufladen? Da unten. Ja. Hier lang. Die ist aufgeladen. Ach so. Ach so, wie bei Half-Life dann quasi. Jetzt, wenn du die ausmachst, lädt die sich wieder. Okay. Also wahrscheinlich muss ich Batterien finden, so wie bei, hier, wie heißt es? Ach ja, stimmt. Mit O. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch Overwatch? Einer. Nee, ich Overwatch. Hier, damit ich Outlast. Nicht vergesse. Ach ja, genau. Outlast. Habe ich sogar auch Let's Plays, aber auch schon ewig. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie den Schacht gefunden haben. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Geile Idee. Schau du. Machen wir zwar schon das ganze Spiel, aber man möchte ja nur mal darauf hingewiesen werden. Oh ja, verstehe. Die ist also wichtig hier. Ich krieg hier noch Zustände. Schächte, Ist das nicht dein Metier? So ein bisschen eigentlich, ne? Schächte? Ja, ja. Schlitze. So einen schönen. Ja, die auch. Ich glaube, du versuchst zu expandieren, kann das sein? Vom Schlitz zum Schacht. Ja. Dass du so ein bisschen so mehr Auswahlmöglichkeiten hast. Kommst du mit oder bleibst du einfach debil in der Ecke rumstehen oder so? Ach guck mal, da lag direkt was vor ihm. Das. Hat er einen Riecher für gehabt. Ich stell mich jetzt hin, vielleicht kommt der Spieler ja drauf. Boah, gleich kommt schon wieder irgendeine Scheiße, ey. Ich seh's. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Axel, ist es dieser Schacht? Axel Schacht, kommen Sie mal ran hier. Mach mal aus, ja? Oh, die ist auch gleich alles. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie, ich habe alles unter Kontrolle. Mhm. Ein Glück. Ich mach mal an. Einfach so. Wow. Los jetzt. Ich glaube, Axel geht gleich drauf. Oh ja. Wir können uns schon mal verabschieden. Der triggert es, glaube ich, gerade so ein bisschen. Axel Schacht. Es ist nicht ratsam, sich hier zu. Schicht im Schacht, würde ich dann sagen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wir verabschieden gerade Leute. Kommt man hier von A nach B? Gleich jetzt von denen und gleich von Axel. Ich habe mich gerade von meiner Vernunft verabschiedet. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ja, ganz nett. Weil es ist ganz unvernünftig, was wir da machen, ja. Ich habe was gehört. Aha. Guck mal, die beiden. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm. Soll ich mal Taschenlampe anmachen? Schießen wir auf uns? Ich glaube noch nicht, dass wir mehr Vorräte brauchen. Versuch's mich. Folgen Sie mir. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Warte, Axel-Schacht, ich muss nur eben hier schlitzen. Okay, wir müssen hier leise sein. Ich muss hier noch reinstecken. Wir müssen leise sein. Speichergrad. Ich will erstmal hier da lang gehen. Axel-Schacht. Oder darf ich nicht ins Licht? Bis gleich, ich geh mal kurz looten. Da ist was, oder? Nee. Was meinst du da jetzt zwischen den Dingern da oder was? Ich glaube, wir müssen ihm lieber hinterher. Sollen wir ihm? Okay, dann fahre ich mit dem Aufzug weg. Das wollen wir nicht. Hoch. Ich tippe mal auch stark, dass du das wahrscheinlich gar nicht mal kannst gerade. Sag mir nicht, was ich nicht kann. Wahrscheinlich. Ich möchte ja deine Fähigkeit nicht in Frage stellen, um Gottes Willen. Mein Excel-Schacht steht auch. Ah ja, guck mal hier. Los. Da ist die Gang. Jetzt gibt's Party. Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, nett. Während ich unsere Vorräte prüfe. Na los. Wir sind die Waffen. Schon Hilfe schicken. Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Die Tür am Ende. Ich sehe mehrere Türen am Ende. Die? Welches Ende?
Ich da vielleicht? Sie machen weniger Lärm. Ich mach weniger Lärm. Mhm. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich finde einen Weg, Plünderer abzulenken. Großartig. Wirklich großartig. Was denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit. Kannst du nicht was werfen? Ja gut, jetzt wäre die Fackel geil gewesen. Ne? Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Das ging mir erstmal ganz gut. Du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze Hallo? Zu halten. Ich glaube, da vorne noch mal rum dann, ne? Hier? Ja, denke ich. Aber die haben aufgehört zu reden. Laufen die jetzt rum? Die laufen doch bestimmt jetzt rum oder so. Also gerade standen sie doch noch. Ah, guck mal, hier ist gar keine Tür. Hier ist nur... Ah, guck mal, es leuchtet ganz dezent orange. Ah, da kannst du wahrscheinlich Licht ausmachen mit, oder? Was war das denn? Oh je. Der Generator ist abgestellt. Da unten die Klappe? Kannst du da rein? Nein, jemand ist hier. Schwierig! Ist es zu? Oh Gott, die sehen doch, dass hier eine Luke ist. Vielleicht sind die ein bisschen blöd. Schacht. Wer ist da? Scheint nicht kaputt zu sein. Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier Rauch. Deswegen haben wir ja auch Waffen. Na los, hilf mir den Schalter zu finden, um ihn Ja, denke ich mal. Dann kommen Sie zusammen mit Axel. Gute Arbeit, Ripley. Hier lang. Na, komm mal mit, Mr. Schacht. Speichern! Schlitze! Stecken! Okay, wir haben erfolgreich reingesteckt. Axel ist noch am Stießen. Alles ist gut. Was haben wir hier? Licht. Wie weit noch? Fast da. Wir haben gleich davon. Halb zwölf. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Okay, wir machen noch ganz wenige Minuten, dann ist das hier zu Ende. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Die erste Aufnahmesession. Ja, wir haben bis jetzt noch ein bisschen Schwein gehabt, ehrlich gesagt. Bislang ist alles tutti, also ich habe mich auch überhaupt gar nicht eingeschissen. Na, das prüfen wir gleich nochmal. Easy peasy, also pff. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Wir finden bestimmt gleich eine gute Stelle. Ich habe irgendwie das Gefühl, in der letzten Minute, die wir hier spielen, wirst du gleich sterben. Guck mal, da ist noch ein dickes rotes Kabel. Damit muss. Ja, war für dich super erfolgreich. Du hast gar nicht gespielt. Ja, das kommt ja noch. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Sie gehen zu dem bei den Feinden. Okay. Das mache ich. Axel. Daraus gefährlicher ist, da gehst du hin. Alles, was du sagst, Axel. Ich muss schon in die Richtung, ne? Das war schon richtig, ja, Axel? Okay. Ach nur, weil... Ist das da nicht der... Ah, Medikit. Ach, sehr schön. Am Bauplan, ja, guck mal. Das kannst du dir herstellen. Ja, das hilft mir wirklich. Oh, was habe ich gemacht? Ach, du brauchst Komponente B, dann brauchst du Subkutane, bla bla bla. Und Ticken zum Basteln. Das da noch und dann hast du es. Gerät gebastelt. Beep, beep, beep. Ich habe gecraftet. Like a boss. Plus 5 Erfahrung. Ich soll zu einem anderen Gerät. Ach so, da in dem Raum wahrscheinlich dann, ne? Dass das so. Ah ja, okay, es blinkt mal wieder ganz dezent. Das kriegen wir hin. Fertig. Auf 3. 1, 2, 4, ha, verarscht. Und tschüss, Axel. Axel, hinter Ihnen. Ups. Retten Sie Axel. Axel! Axel! Gedrückt halten zum Rennen, ja mach ich. Wobei das Risiko. Das sieht auch mehr so aus wie Kuscheln, was wir da machen. Fick dich! Oh nein, Axel! Oh. Wow, das hätten wir bestimmt besprechen können jetzt. Das gab 150 Punkte für den Headshot. Oh, Axel, mit dem ist nicht zu spaßen. Jetzt! Hey, ihr Sackgesichter! Wow, das sind böse Wörter. Wasch dir den Mund. Er schießt sie! Stopp. Er schießt Axel, nicht mich. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe ihn nur mit meiner Zange ein. Du bist eigentlich nur deiner Bürgerpflicht nachgekommen, ne?
Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Oh je. Was ist das denn? Ja, das war's dann wohl. Aber er ist wenigstens im Schacht gestorben, unser Axel-Schacht, also von daher. Wenn das mal kein perfektes Ende ist. Cliffhanger schlechthin. Um diese Folge heute hier zu beenden und auf nächste Woche zu verweisen.